So, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Metroid Fusion. In dieser Folge gucken wir mal da unten hinter die Boss-Tür und gucken mal, was wir mit dem etwas hinter der Boss-Tür da so anstellen können. Ups. Jetzt nochmal. Hoffen wir mal, dass uns etwas hinter der Boss-Tür nicht zu sehr zusetzen wird. Moment, ich muss kurz mal wieder meinen Mausball aus dem Bild nehmen, so. Ah, oh, sehr gut. Auch nicht schlecht, wenn wir da direkt hinkommen. Oh, und das hier war das Teil, das wir schon in der Kryokamera gesehen haben. Bloß als X. Genau genommen heißt das Ding Ridley. Und jeder, der Metroid spielt, kennt das Ding nur zu gut. Da kommt so ziemlich in jedem Metroid-Spiel vor und ist jedes Mal gleich fies. Die beste Taktik ist einfach drauf schießen und hoffen, dass er stirbt, bevor man selbst stirbt. Alles andere bringt nicht viel hier. Zum Glück habe ich ja schon einige Energietanks noch gefunden, die mir es erleichtern, jetzt hier nicht so schnell zu sterben. Er hat ja schon einmal die Farbe gewechselt, also dauert es nicht mehr ganz so lang. Da das zweite Mal die Farbe gewechselt. Ja, ist ja gut, jetzt du darfst wieder aufhören. Meine Güte, ja, man wird die Seite wechseln. Das wird ja sonst nix. Ja, 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 ja. Komm schon, heute noch. Na? Viel kann er nicht mehr aushalten. Ja, das war's schon. Gut. Jetzt noch der X-Kern. Dazu, ups, sammle ich mal hier noch die X ein, die nicht so wollen wie ich. Also dann lassen wir es halt mit dem X einsammeln. Okay. So hat mir das nicht vorgestellt. Na gut, so. Na also, geht doch. Und jetzt endlich haben wir die Screw Attack. Ich zeig's gleich, wie die aussieht. So. Damit können wir endlich auch durch diese Räume da, die man ja schon so ein paar Mal gesehen. Räume? Durch diese Wände da, die man ja schon wirklich öfters. Ziemlich oft gesehen hat. Damit kann ich jetzt übrigens auch die Dinger hier kaputt machen. So. Alle weg. So, wo ging es denn jetzt als nächstes lang? Ich hätte mal gesagt, ich kann jetzt gut nach da unten rechts dann zum Speichern. Ich muss ja eh dahin. Da hat es ja noch Stellen, an denen ich noch nicht war. Komme ich da oben durch? Ne, schade. Halt. Wo bin ich hier? Ich bin ja falsch. Auch noch ein Versuch. Ja, hier lang. Sieht schon viel richtiger aus. Ach, das kriegen wir natürlich immer noch so durch. Einfach weil wäre ja einfach. Und den würden wir einfach so. Einfach, einfach. Ach so, hier war das. Ich dachte, das wäre eins weiter rechts gewesen. Jetzt hier nicht. Achso, ja gut. Wo soll es da hingehen? So, allerdings könnte es hier. Nein, da könnte es nirgends lang gehen, weil da auch nur ne, und so war. So eine Wand zum Hochklettern. Ich bin schon wieder mit meinen Gedanken irgendwie durchs Spiel durch. Ich hab mich schon zum Endscreen gedacht. Da komme ich immer noch weiter. Komme ich da noch weiter? Sieht gerade nicht so aus. Was war das dann nochmal gut hier? Also wenn es hier nicht lang geht, dann... Jetzt geht es wieder los. So. Nein. Oh Gott. Dachte ich gerade, jetzt haut es mich wieder da unten runter. So, da rechts kann ich jetzt... Na gut, da konnte ich auch schon wochenlang, aber jetzt kann ich auch nach unten durch. Tatsächlich kann ich jetzt einfach hier durchfliegen. Ist hier noch wo lang? Nö. Hier rechts.
Sieht auf den ersten Blick nass aus und auf den zweiten und dritten auch nass. Trotzdem versuche ich es natürlich. Nö, nee, immer noch nichts. Ich kann ja jetzt leider auch nicht mehr mit drauf schießen, gucken, ob ich irgendwo durch die Wand komme, weil mit meinem Wavebeam, wie ist es, Wavebeam? Egal, mit meinem aktuellen Beam, der geht ja eh durch Wände. Also von dem her macht das auch wenig Sinn. Moment, aber jetzt bin ich immer noch durch die Tür da links durchgekommen. Da muss ich jetzt doch noch mal kurz nachgucken. Das wäre ein, zwei da oben noch. Hier so irgendwo. Vielleicht auch da links unten. Hier so. Ne, nicht. Oh man, yo. Ich will aber dahin. Wie komme ich dahin? Da oben durch? Wäre auch noch eine Möglichkeit. Dann versuche ich es nochmal kurz so. Nee. Na gut, dann halt doch nicht. Ich habe irgendwie jetzt gedacht, da müsste ich noch irgendwie durchkommen. Also, dann lass ich es halt bleiben. Ah, sehr gut. Uch, das kann ich bis ganz nach unten durch kaputt machen hier. So, hier alle kaputt. Hier reicht es natürlich nicht. So, so. Das hätte ich am Leben lassen können, das Ding da. Das hätte mir wahrscheinlich mehr gebracht jetzt, aber gut. Was soll's. Was mache ich? Wieso mache ich das jetzt schon wieder so? Ich mache kann einfach so machen. Nein, hier komme ich nicht durch. So, du zu mir. Alle wieder zu mir. Alle weg. So, jetzt bin ich wieder da oben. Jetzt weiß ich allerdings immer noch, wie ich da unten links hinkomme. Also jetzt bin ich doch schon sehr verwirrt, muss ich zugeben. Das versuche ich jetzt nochmal. Muss ja da irgendwie hinkommen. Ja, da durch. So, einmal durchhauen. Und hier lang. Das scheinbar hier nicht geht. Eine Vermutung hätte ich eventuell noch, dass es möglicherweise vom Speicherraum aus nach unten geht. Das wäre dann aber auch die letzte Vermutung, die ich noch so habe. Hier ging es nirgends runter. Nee. Hier nochmal probieren. Nee, hier auch nicht. Wieso komme ich da nicht durch? Vielleicht da oben? Ich muss da durch. Moment, vielleicht jetzt? Ach, Moment, ich habe gerade, mir kommt gerade so eine spontane Idee. Ich lasse das Ding einfach mal am Leben und guck mal, was noch so draus wird. Ja, los, setz dich wieder irgendwo fest als Gegner. Hallo? Wird es noch was? Ah. So, das Teil weg, dann sind es schon zwei. Ah, nein. Okay, jetzt weiß ich wenigstens, wie ich da hinkomme. Ich muss einfach nur warten, bis ich das Teil da oben an der Decke als Gegner absetzt, dann das umbringen, warten, bis sich das als so ein Goldteil absetzt und dann das umbringen. Und dann komme ich endlich da durch. Eieiei, das war jetzt aber eine schwere Geburt. Okay, da ist ansonsten auch nichts. Meine Güte, so komplex das Spiel. Hey, nach oben. So, dadurch. Jetzt habe ich es aber gleich.
Jetzt da runter. Da kann ich mich, ich wollte gerade sagen, da kann ich mich einfach durchfallen lassen, aber so einfach war es leider auch nicht. Oh, schön. So ein rotes Teil. Hier runter. Ganz so weit jetzt auch wieder nicht. So. Hier überall durch. Hier durch und so. Sehr gut. Da bin ich auch schon wieder voll geheilt. Und jetzt nochmal nach da oben. Oder? Ja, doch voll geheilt. So. Jetzt gucke ich mal kurz auf die Karte. Wo kann ich jetzt noch hin? Ich würde es gern mal da nach rechts durchprobieren erstmal. Ich könnte mir nämlich gut vorstellen, dass da oben... Hoppla, dass da oben... jetzt bewegt sich schon nach oben. Dass da oben dahinter noch was ist. Hier so. Nee, nix, okay. Dann... Da rechts unten als nächstes. Achso, halt mal, da oben geht's gar nicht lang. Hier so. Oh, da liegt noch natürlich eine aufgeplatzte Metroid-Hülle. Da unten vielleicht noch durch. Ey. Nö. Hier ansonsten noch. Nirgends danach aus. Gut, aber ich probiere es trotzdem. Ich will ja nichts verpassen. Nee, okay. Halt. Nach oben. Nein, nein, nein. So. Einmal noch gucken, ob da oben rechts noch was ist. Okay, gut. Dann kann ich jetzt da lang. Da oben ist definitiv noch was. Komme ich da irgendwie hin? Nee. Dann gehe ich mal jetzt nach links durch. Gut, mir bleibt eh nicht viel anderes übrig gerade. Hier gibt es ansonsten auch nichts. Dann hier. Hier sieht es doch so aus, als ob es hier noch irgendwo... Ah, tatsächlich. Als ob es hier noch irgendwo rechts lang geht, wollte ich sagen. Und da hatte ich es auch schon. Oh Gott. Wie zur Hölle soll ich da hochkommen? Komme ich hier noch irgendwo runter? Okay. Ich habe eine Vermutung. Einmal nach da durchrennen. Oh Gott, es wird schwierig. Einmal da durchrennen. Komplett durch, bis ans Ende, dann schnell runter. Verdammt. Okay, so schon mal nicht. Da muss ich dann wahrscheinlich runter, dann springen. So runter und dann rechts wieder nach oben. Oje, oje, oje. So. Jetzt noch ein Versuch. Verdammt, ich muss zuerst in die Hocke gehen, um das Aufgeladene zu behalten. So. Ich wollte eigentlich mich jetzt nach rechts da durchschießen, aber okay. So, jetzt in die Hocke. Dann, ja, passt. Dann muss ich zweimal A drücken. Okay. Oder ich schieße einfach schon im Runterrennen nach rechts unten. Also praktisch so im Rennen schon so... Muss ich gleich mal ausprobieren, ob das hilft. Nein, da renne ich einfach nur gegen die Wand. Ich krieg's noch hin heute. Und wenn es 2 Stunden dauert. Ich mache die Folge auf jeden Fall so lang, bis ich das geschafft habe. Das kann ich schon mal versprechen. Och nö. Okay, also jetzt habe ich bald keine Idee mehr. Moment, eine habe ich noch. Ich könnte zuerst in die Hocke gehen, dann nach rechts unten schießen
Und dann reicht's auch schon wieder nicht. Ach verdammt. So macht's noch keinen Spaß. Dann muss ich ja schon relativ früh in die Hocke gehen und dann nach rechts unten schießen gleich. Also praktisch gleich am Anfang schon. Jetzt schon. Nein, schieß nach rechts unten. Oh Gott, ey. Also so wird es nichts mehr. Also. Aber von der Theorie her war es wenigstens schon mal nicht schlecht. Ach. Okay, das war zu langsam, aber an sich war es schon mal ganz in Ordnung. Ich habe mal wieder den falschen Knopf erwischt. Aber aus Versehen R anstatt L gedrückt. Ach so, ja gut, das war jetzt wieder zu spät. Hätte eh nichts gebracht. So, und... Ah, Gott. Das ist wirklich fies. So könnte ich es mal noch... Ich könnte mal versuchen, einfach während ich noch renne, zu springen. Dann müsste ich... Theoretisch zumindest so nach... Ne, das bringt nichts, da renne ich dann gegen die Wand. Und das war's dann mit meinem aufgeladenen Bonus. Ups. Es muss doch irgendwie zu schaffen sein. Ja, jetzt, jetzt, jetzt. Ja, endlich. Oh Gott, ey. Ich glaub's kaum. Ich hab's geschafft. So, jetzt gucke ich gleich, ob da rechts dahinter nochmal was ist. Hier so. Nö. Mein Gott, das war jetzt aber ein Akt hier. So, wenn ich mir jetzt die Karte angucke, würde ich gerne nochmal nach oben bei dem anderen grünen Bereich hier gucken. Dazu, ach Gott, dazu muss ich jetzt außen rum. Ne, Moment. Schaffe ich es vielleicht von hier aus dadurch? Von hier aus jetzt nach oben? Moment, war da links noch was? Ne. Das wäre eventuell noch eine Möglichkeit, dass ich es von hier aus nach oben. Ah ja, da ist offen, okay. Komme ich da durch? Einfach nur mal so, spaßeshalber. Nö. Okay, da komme ich rein. Und jetzt könnte hier eventuell nochmal was hinter der Wand sein. Nee, okay. Dann als nächstes der grüne Bereich rechts von dem anderen Speicherding da. Huch. So. Da lang. Noch eins weiter. Hoppla. Erstmal könnte natürlich hier in der Wand noch was sein. Danach sieht es aber nicht wirklich aus. Ach, jetzt bin ich da. Dann durch das Speicherding durch. Wie lang? Okay, ich glaube, hier komme ich nicht nach links. Aber ich kann es ja trotzdem mal versuchen. Nö. Da oben noch was? Nee, okay, also da geht's nicht lang. Da links komme ich auch nicht durch. Dann lasse ich mich wieder nach unten fallen. Probier's von der anderen Seite nochmal. Moment, vorher kann ich gleich mal speichern, noch wenn ich eh schon hier bin. Oh, und ich sehe gerade, ich könnte eigentlich jetzt auch perfekt die Folge noch beenden. Also dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.